Was macht man, wenn der Kaffee in der Halle einfach besser schmeckt? Korrekt, man kauft sich einfach die Kaffee. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich habe ein schwerwiegendes Spritgeldproblem. Bei Anforderungen meiner Q2-Belege ist meinem Steuerberater aufgefallen, dass ich letzten Monat einfach 968 Euro nur durch die S-Klasse geschallert habe. Aber umsonst gibt's nur Scheiße im Leben, Mann! Und den Finger in den... Es wird wieder Zeit für einen sparsamen Daily. Schauen wir uns jetzt die aktuelle Fuhrparksituation an. Geil, Mann. 500er, soweit das Auge reicht. Ich glaube, den täglichen Kaltstart erspare ich euch. Langsam wird's auch ein bisschen eintönig in den Videos, ne? Ist ein 500er, Baby! Digga, ja, den Scheiß habe ich bisher immer noch nicht wegbekommen. Wie fährt sie denn, Mann? Erstmal wieder meine Sitzposition finden. Jetzt geht's wieder. Ganz Deutschland redet über mein hässlich aufgepolstertes Lenkrad und keiner redet darüber, wie Philipp Kess uns einfach einen kompletten Seitenhieb verpasst hat. Da ich nicht Typ Schauspieler bin, sind das keine Videos für mich. Die werde ich auch nicht produzieren. Aua! Ich scheiße halt einfach auf die Aufrufe. Ja, ich kann nicht verlieren, denn. Started from the bottom, doch bin immer noch hier. Und ist mir scheißegal, was so in der Szene passiert. Es werden Mädels posiert, es werden Kisten frisiert. Erster Song, 1 Million Streams, dicker Wert kassiert. Hey, herzlich willkommen zu einem weiteren Montags-Scheiß-Update-Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade in der Höhle der Black Beasts. Ja, gut, einen Ausreißer gibt's halt immer, ne? Ich hoffe, eure Woche startet genauso chaotisch wie meine. Gestern konnte ich leider kein Video hochladen, weil ich 2 Stunden von hier entfernt in Trittau ein Fahrzeug auf einen Sonntagabend verkauft habe. Auf ganz seriös, auf einem verregneten Familar-Parkplatz. Aber ich würde mal sagen, der Vergangenheits-Maximilian erzählt euch, um welches Fahrzeug es sich handelt und was das da schon wieder für ein dubioser Deal war. Stehen wir hier quasi, wo alles begann. Und jetzt sind so eine Karren einfach die man irgendwie für ein paar Videos durchjuckelt und dann an irgendwelche unseriösen Autohändler verkauft, ne? Ohne Gewinn. Full loss quasi. Also ich bin ehrlich, jetzt gerade ist so ein Moment überlegt, wie viel Tuning-Potenzial das Ding noch gehabt hätte. Bereue ich es wirklich, das erste Mal so YouTuber zu sein, ne? Eigentlich, also nicht das erste Mal. Eigentlich ist es jedes Mal so, wenn ich eine Karre wieder abgeben muss. Sind schon echt, also das Level Karre, wovon ich mir nicht hätte betreuen lassen können. Ach, scheiß drauf, Digga, ihr wisst, was ich meine. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Der liebe Zallo Stephanos, ne, ist auf dem Weg vom Wuppertal hierher. Hat sich schon brutalst um 1,5 Stunden verspätet. Werde ich ja wohl sagen dürfen hier. Ist ja kein Werbevideo für ihn. Der kleine Knacker, ne? Ich nehme das Ding zum EK mit, warum ich mich dazu entschieden habe, die Karre abzugeben. Ich brauche kein Cabrio. Er ist mir zu klein. Aufgrund der aktuellen Gesetzes- und Gesetzdurchsetzungslage der Polizei habe ich überhaupt keinen Bock mehr, was an dem Ding zu modifizieren. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so XS Car Night Berlin. Einfach jede Karre, die irgendwie ansatzweise Felgen drauf hatte, direkt stillgelegt, alles angezweifelt und so. Da habe ich halt nicht mehr so Bock drauf. Schöner Audi, hatte ich auch mal. Weiß ich. Gut. Gut. Dann machen wir einen Cut an der Stelle. Guti, hallo. Noch einmal für die Kamera. Viel Spaß mit dem Wagen. Danke dir. Wie immer, ein weinendes, ein lachendes Auge. Das wird sich nicht ändern bei uns. Ja. Ne? Das ist eine YouTuber-Krankheit. Aber es muss ja weitergehen. Ja, ich freue mich auch. Also, es ne? Ist natürlich so, wenn man irgendwie sehr lange auch dran geschraubt hat. Und Aber bei uns schließt sich die eine Tür, öffnet sich die andere. Ja, das ist so. Guti, mein Lieber. Was steht dir? Ja, aber ich freue mich auch wieder. Weißt du, gerade 6000 Kilometer gespult, ne? Und jetzt fahre ich 440 Kilometer wieder zum Max, hol die Karre ab und fahre wieder 440 heim. Ja, willkommen zurück im Business. Und Nebelscheinwerfer rechts ist defekt. Ja, komm, hör auf jetzt hier. Es ist doch nicht zu fassen. Willkommen zurück in der Gegenwart. Ja, da ist der SL tatsächlich weg, ne? Ja, was soll ich euch sagen, ne? Aber einer kommt selten allein, einer geht selten allein. Der Tesla ist auch abgeholt worden am Donnerstag. Da ist mir tatsächlich die Kohle per Direktüberweisung überwiesen worden. 3 Stunden später stand da so ein dicker Abschlepper mit einem Ferrari hinten drauf. Und
da dachte ich erst, okay, wo ist die versteckte Kamera? Hagen, das wäre doch nicht nötig gewesen, mir jetzt einen Ferrari zu kaufen. Ja gut, der Joke hat nicht gezündet. Hatte Hagen nicht mal behauptet, er möchte mir ein Bentley kaufen? Wann fordere ich das eigentlich mal ein? Ja, Leute, wird langsam ein bisschen dünn, ne? Hier, also hier seht ihr jetzt gerade tatsächlich mal auf einem Bild den T4, klammer ich ein bisschen aus, weil das ist halt ein Nutzfahrzeug. Mein gesamten Fuhrpark, mein Daily, mein Dauerprojekt-Car, was ich niemals verkaufen werde, weil es einfach einzigartig ist. Dieses Ding, was ihr es käuflich zu erwerben gibt für 6.666 Euro, falls irgendjemand Bock hat, 35.000 gelaufen. Ja, ich bin damit vielleicht 500 Kilometer gefahren. Und dieses Ding. Ja, da mag sich der ein oder andere jetzt fragen, Max, was ist da los? Wie geht das jetzt weiter? Hast du schon irgendwas in Aussicht? Ich hoffe sehr, dass du schon was bei Enrico oder bei Ilkay oder wie sie alle heißen, diese ganzen YouTube-Dunstkreis-Figuren, die ständig uns mit frischen Fahrzeugen versorgen, dass ich da schon was bestellt habe. Ich muss euch tatsächlich an der Stelle enttäuschen. Ich habe nichts in Aussicht. Ich habe keinen konkreten Plan, wie es weitergeht. Und ich habe auch nichts bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es fühlt, aber ich habe eine riesige innere Leere in mir, weil ich nicht weiß, wie es hier weitergeht auf dem Kanal. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass egal was jetzt kommt, es knallen muss. Weil jetzt, ich sag's euch wirklich, wie es ist, der Stream-Chat von Twitch weiß es, ich suche und suche und suche. Und solange da nicht das richtige Fahrzeug dabei ist, werde ich auch nicht auf Krampf jetzt mir irgendwas kaufen, nur um Content zu haben. Sondern ganz im Gegenteil, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, warte ein bisschen ab, reflektiere ein bisschen meine Position und schaue, was ich dann bestmöglich für mich und für Content mir anlachen werde. Ich hatte es ja letzte Woche schon angeschnitten. Ich hätte halt Todesbock auch auf so ein Projekt wie Aiko ist gerade. Aiko reißt hier ja wirklich komplett den Content gerade ab. Das ist nur leider immer schwieriger in Deutschland zu finden, als es geht. Vielleicht muss ich tatsächlich Katalea mal zwischenlagern irgendwo, sage ich mal, und mal ins Ausland gehen und wirklich dort Fahrzeuge suchen. Das Problem ist, ich kann sie erst ab 1. Oktober bei meinen Eltern lassen für längere Zeit, da die selber unterwegs sind. An der Stelle muss ich dann auch ankündigen, dass die Videos hier in Zukunft ein bisschen runtergehen werden. Also ich hatte ja bisher alle 2 Tage gedroppt. Ihr habt schon gemerkt, das wurde in letzter Zeit schon ein bisschen weniger. Das werde ich wahrscheinlich jetzt noch weiter runterfahren. Ich hoffe, dass ich hier ein Montag-Scheiß-Update-Video die Woche hinbekomme. Aber jetzt irgendwie auf Krampf für irgendwas aus den Fingern saugen, habe ich auch nicht so Bock drauf. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem am Start und lasst jetzt an der Stelle ein Abo da, um zu wissen, wie es hier weitergeht. YouTube besteht halt aus einem Up and Down. Wir befinden uns gerade auf einem Down. Aber ihr wisst ja aus vergangenen 3 Jahren, hier geht es hoffentlich demnächst wieder richtig ab. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch in diese Woche. Freunde, lasst euch nicht ärgern. Genießt das Wetter. Die Sonne ist ja schon wieder richtig am Ballern. Wenn ihr ganz krassen Max-Entzug habt, dann kommt rüber auf Twitch. Maximiliano, schaut vorbei. Da bin ich in letzter Zeit und auch in kommender Zeit deutlich mehr aktiv als hier auf YouTube. Hat den einfachen Grund, dass ich dort einfach das mache, was ich sonst auch am PC mache, also Autos suchen, meine Meinung abgeben und YouTube-Kram angucken, natürlich alles autobezogen. Und ich muss es nicht schneiden und ins Internet hochladen. Trotzdem werde ich jetzt kein Twitcher, aber ich glaube, das wisst ihr, ne? Gut, Freunde, bis dann. Fürs Thumbnail muss die S-Klasse auf jeden Fall einmal weg. Den Kaltstart, den gönne ich euch noch, ne?